Willkommen zurück, Stadio Valley. Heute ist ja dieses schöne Osterfest. Wie sagt das Wetter morgen? Storm, aha, da gibt es also wieder mal Batterien. Oh, Sam. Ey, kannst du dir vorstellen, meine Band spielt was tonight. Heute Nacht, tonight. Er hat heute Nacht einen Auftritt. In Suzu City, also in der Großstadt. This afternoon, ja, das geht nicht. Also ich hoffe, das geht auch morgen noch. To leave for the show, you better be there. Ja, ich denke mal, das geht dann morgen. Cool. Hat er einen Auftritt. So, und hier haben wir noch einen Brief. Evelyn, ach so, Evelyn hat erstmal hier einen Kuchen. Oh, sie hofft, er ist nicht kaputt gegangen. Wie? Abby noch nicht? Hä? Aber Abby hatte ich doch auch auf. Moment. Abby, auf 8 Herzchen, warum geht das nicht? Kommt es erst später wahrscheinlich, oder dass sie nicht alle auf einmal sind vielleicht. Herr Penny, 8 Herzen-Szene hat man ja. Na gut, okay, wir sehen uns gleich, wenn ich zu diesem Fest gehe. Wo habe ich jetzt die Gysi hin? Ach so, hier. Wenn ich zu diesem Fest gehe. Weil viel mehr ist ja heute nicht zu tun. Also heute geht es auf jeden Fall nicht. Ich hoffe, das geht dann morgen noch. Nicht, dass ich das jetzt dadurch verkackt habe. So, warten wir auf den Festbeginn. Und hoffen dann, dass wir morgen das immer noch machen können mit um 4 Uhr mit Sam zur Suzu City fahren. Schauen wir mal. Dann machen wir das nämlich als Wochenabschluss auch noch. Jetzt kaufen wir noch ein paar Erdbeeren. Ich habe auch wieder einen super Honk gemacht. Also kein Wunder, dass ich Honk heiße hier im Spiel. Ich habe mir wieder mal mit der Spitzhacke oder mit der Axt war ich unterwegs und habe dabei meine Pflanzen geerntet, die Erdbeeren. Bam, habe ich mir die Erdbeere kaputt gehauen, ja. Ist ja klar. Ja, ich weiß, warum ich Honk heiße. Ja, okay. Ich würde sagen, dass sie sagen genau dasselbe, was sie jedes Mal sagen. Ja, okay, die sagen immer noch dasselbe. Das hat sich nicht geändert. Jetzt ist die Frage, möchte ich nochmal teilnehmen an diesem Eierlauf da? Könnte man machen, ne? Habe ich den Plüschbunny überhaupt schon? Ich glaube nicht. It's big, it's soft and it's cute. Also das ist definitiv was für meine Kitties, ne, wenn ich dann mal welche habe. Also. Und wir kaufen noch ein paar Erdbeeren, weil das habe ich auch voll verkackt. Ich habe auch wieder keinen Megacrop gehabt von den. Blub, sag schon. Mensch, Big Blade oder was? Von den Kaulis. Ich weiß nicht, wie man da die Chance erhöht. Also ich habe bis jetzt noch kein einziges Mal einen Megacrop gehabt. Einmal, aber das war in einem Privatspiel. Habe ich das geschafft. Aber ja, und du findest es ganz toll, die Eier zu anzumalen, okay? Ja, die Eiersuche ist wie eine Schatzsuche. Ah ja. Ja, wir haben es mal. Wir haben früher immer gerne ein kaputtes Ei reingemacht, bevor der Bürgermeister ein Ende dem gemacht hat. Ah. Shit, meine ganzen Allergien. Ja, und du willst auf jeden Fall den Flower Dance. Ich auch, weil ich kann diesmal mitmachen mit Abby. Die ist ja weit über 4 Herzen. Ja, und manchmal versteckt er ein Ei zu gut und dann findet es niemand. Zumindest bis Sommer. Und dann wird alles warm und dann stinkt's. Dann findet man es schon. So, was geht los? Everyone is ready for the egghunt. Yes. Schaffe ich eh nicht. Ich bin gerade nicht in der Motivation irgendwie. Ach, ist mir scheißegal, soll Abby gewinnen. Ich hab den Hut. Ist doch wurscht. Ich probier's, wenn ich wieder, ist auch gut. Kann ich ihr das irgendwie schenken dann sogar? Nee, hä? So, hopp, los, los. Los! Ich bin eh so der Meinung, dass ich das nicht schaffen werde, aber naja. Ja, ich habe irgendwie schon Scheiße gestartet, aber naja. Super, und wenn ich mich da noch irgendwo festhänge, habe ich natürlich erst recht keine Chance, ne? Also das war diesmal richtig scheiße, aber egal, dann gewinnt diesmal Abby. Alles gut. Schatz, sie darf gewinnen. Habe ich keinen Stress mit.
Ja, nur noch 8 Sekunden. Ich habe nur 8 Eier. Kannst du vergessen. Ich müsste 9 haben. Damit ich eine Chance habe. Zu spät. Ja. Ich müsste 9 oder 10 haben, damit ich das schaffe. Also Abby gewinnt. Ja, und wenn du den Müll und den ganzen Stand so aufsammeln würdest, dann hätten wir die sauberste Stadt. Ja, du bist ja so witzig. Ich nehme an, Abby. Ja. Genau. Nimm deinen Preis. Ja, und das war's für dieses Jahr. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Na klar. Jetzt müssen wir schnell nochmal einen Fries reinhauen. Weil jetzt machen wir Folgendes noch. Wir pflanzen den ganzen Sheet auch noch an. Oh, da ist Honig fertig. Den holen wir uns natürlich auch noch. Und werden wir den nur für Met brauchen. Plüschbunny. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, ob ich das Ding überhaupt schon habe. Vielleicht habe ich es nämlich schon. Das wäre natürlich lustig. Oh, ich habe gar keinen Platz. Warte mal, das kann man ja raustun hier, ne? Das gehört da nicht unbedingt rein. Das sind keine Möbel. Das ist dann schon eher hier... Gehört vielleicht hier dazu oder so, ja. Wo die ganzen Zäune und was sind. Passt schon. Gut. Hä? Was ist das andere? Ist das kein... Ach, ist ein Woodfence gewesen, ein ganz normaler. Ah ja, okay, ich habe gedacht, das war ein Hardwood. Okay, ich denke, da ist auch noch was fertig in dem Dingsbums hier. Nein? Ich brauche 5 Stunden, denke ich. Die 5 Stunden sind noch lange rum. Oder zählt es nur bei normal laufender Zeit und nicht beim Festival? Das wäre ja blöd. Naja gut, dann pflanze ich jetzt noch die Erdbeeren hier rein. Also da habe ich mal eine zerstört, ne? Sehr sinnig. Ganz toll. Bis dann. Ja, warum habe ich da nicht gegossen? Den Rest habe ich nachgegossen. Scheiße, muss mir die Gießi nochmal holen. Naja, bis später. Was habe ich denn da noch reingepflanzt? Nee, ich will nicht die Mayo anpflanzen, danke. Penner! Ich habe mal wieder vergessen, die Viecher rauszulassen. Also die Ziegen habe ich vergessen. Ach, toll. Ich bin echter Brüller, weil die sind dann natürlich jetzt nicht begeistert, wenn es ja 2 Tage ineinander drin sein müssen, weil morgen sind sie auf jeden Fall drin. So ein Sheet. Ja, jetzt habe ich noch einiges auch von dem Rhabarber untergebracht. Gegossen war ja dann jetzt nachträglich schon alles. Wieder rein damit. Ach, von wegen. Toll. Ja, morgen brauche ich die Gießi nicht. Ich hoffe, ich kriege ja noch Geld bis morgen, weil morgen muss ich auf jeden Fall nochmal Kaulis kaufen, muss die nochmal reinballern. Rhabarber haben wir jetzt nochmal einiges. Ja, irgendwie wird es schon gehen. Hat irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Außer halt, ja, wie gesagt, die Viecher habe ich vergessen. Haha, der war gut. In die Wüste müssen wir morgen... müssen wir? Ja, vielleicht wegen Sandy. Na gut, schlafen. Wir hängen den Sonntag noch ran. Das Fest ging ja flotti. Ja, okay, gut. Es gab schönen Gewinn. Das ist gut. Gab einiges an Farming. Ja, ich konnte einiges verkaufen. Was habe ich noch? Was war eigentlich das Wertvollste hier? Ja, die Kaulis, die 30 Stücke. Ja, okay, gut. Und hier habe ich ein bisschen Mais auch verkauft. Alles gut. Okay, passt. Ah, und hier auch noch Kale. Ja, ja, passt schon. Alles gut. Gab genug Gewinn. Dann können wir uns auch neues, ja, Kaulis, wie gesagt. Also den Blumenkohl. Bam! Und was morgen? Beautiful sunny day. Queen of Sauce. Was gibt's heute? Hashbrown. Aha, das könnte man nämlich auch kaufen beim Gast, aber wer das kauft, ist halt selber schuld. Wenn man es sowieso noch kriegt, warum soll ich ihn kaufen? Jetzt ist die Frage, wie sehen denn die aus? Wo ist denn das drunter vermerkt, diese Hashbrowns? Ja, ich werde es irgendwo mal finden. Ist ja egal, ist jetzt nicht so schlimm. Ja, auf jeden Fall habe ich da jetzt schon wieder was Nächstes gefunden. Gut, meine Karte geht natürlich jetzt nicht raus. Was? Ich kann es ja auch nicht herzen. So ein Blödsinn. Warum das nicht? Was ist denn mit Abby los? Die müssten wir doch eigentlich schreiben. Was ist denn da los? Wow! So, das war der Einschlag in den ersten. Da war der Einschlag in den nächsten, denke ich mal. Ja, da oben. Der arbeitet jetzt auch. Da war der dritte.
Okay, geht schon. Damit wir da ein bisschen was rauskriegen, ne? Gut, bis später. Ja, sag mal. Ah, nee. Es waren erst zwei Einschläge. Die anderen tun nur so, als ob. Ja, weil die müssen sich auch bewegen. Die müssen einen Einschlag kriegen, sonst geht's nicht. Naja, mit der Zeit wird's schon klappen. So, das. Die anderen können wir verkaufen. Okay, wir brauchen die Gysi. Quatsch, wir brauchen auch keine Gysi. Ich muss rüber gucken, weil ich glaube, Rhabarber ist fertig. Gut, bis später. Ja, das ist natürlich jetzt Kacke mit den Ziegen. Oh, jeder hat ein Ei gelegt. Das ist mal wieder selten. Seid ihr jetzt gut mit mir oder was? Ach so, das sind ja die Scheiße da. Ach so, und die Enten, naja, hätte ich auch schon reinballern können. So, Geschenke tun wir mal morgen. Jetzt gehe ich nur schnell verkaufen, mir einen neuen Ding kaufen. Kauli. Es ist wichtig, dass ich heute gleich noch anpflanze. Und dann gehe ich heute Mittag mit Sam nach Susu City. Wenn ich das schaffe. Wenn das noch geht. Ich verstehe nicht, warum Pam mir keinen Brief schreibt. Eigentlich hätte ich schon längst einen Brief von Pam kriegen müssen. Pam, sag ich von Abby. Von Pam brauche ich keinen Brief. Oh, neune. Wir können einkaufen. So. Das. Die können wir mal aufheben wie ein Bienenhotpot. Wow, das geht ganz gut. So, und du gibst mir Cauliflower dafür. Potatoes haben wir. Parsnip im Moment nicht, das ist aber nicht schlimm. Was braucht denn noch? 6 Tage. Ja gut, wir haben noch keine einzige Tulpe oder so Dinger gemacht. Ne? Und Chess, die bräuchte man glatt noch. Vor allem, weil ich Chess nur, weil ich mir die Kiste irgendwie versaubeutelt habe durch das Patchen. Habe ich ja nichts mehr an Tulpen und Chess, obwohl ich es eigentlich hatte. Also die bräuchte ich glatt nochmal. Ja, sollten wir vielleicht machen. Können wir das? Ja, wir haben genug Geld. Dann werde ich das auch noch anpflanzen. Aber das mache ich morgen früh dann. Das schaffe ich nicht mehr jetzt. Weil ich das RL zeitlich nicht schaffe. Ganz einfach. Okay, also werden wir das einkaufen. Ich pflanze das morgen irgendwo hin. Zumindest schon mal einen Teil davon. Und dann gehen wir jetzt schnell in die große Stadt. Wir brauchen nur schnell den Platz wieder, den ich jetzt gerade frei habe. Den ballern wir wieder zu und dann ist gut. Also bis gleich. Da steht noch was ich noch nicht... Ah, ein Lauch. Da mache ich mich doch zum Lauch für einen Lauch. So, das soll es gewesen sein. Wir haben... Oh, ich habe den Fries nicht... Oh, es passt aber noch. Es ist noch nicht 4 Uhr. Wir machen heute ansonsten eh nichts mehr. Alles gut. Den Rest machen wir morgen. Geschenke tun, so Scherze. Ich baller jetzt die restliche Saatgut hier rein. Das darf ich morgen nicht vergessen, dass ich das anpflanzen will. Der Lauch kommt dann mit, das ist klar. Die Bohnen wollte ich Bienenhotpot draus machen. Das können wir jetzt glatt noch machen. Und dann, lohnt sich das? Ja, ist gar nicht so schlecht. Kurzzeitig mehr was Energieregeneration oder was? Verstehe ich jetzt nicht. Na egal. Habe ich da noch Platz? Natürlich nicht. Ha! Scheiße. Na ja, gut, also ein Lutscher, der muss nicht in den Kühlschrank, ne? Das ist nun mal Käse. Oh, ich hatte ja schon. Na, dann hätte ich ja eh Platz. Aber ein Lutscher muss trotzdem nicht in den Kühlschrank. Habe ich noch irgend so einen Blödsinn? Ja, das lassen wir mal da, das weiß ich nicht, wie das aussieht. Und der Rest, ja, okay, passt schon. Alles gut. So, wir warten jetzt schnell darauf, dass es spät genug wird. Und wir hoffentlich mit Sam dahin fahren können. Wenn das nicht geht, dann haben wir eh verschissen. Pech gehabt. Horseradish, sowas. Und von mir aus die kommen. Und dann machen wir nochmal... Saatgut. Dann pflanzen wir glatt noch mehr an. Na. Praktisch, gleich gegossen. So. Gut.
Wird jetzt gleich 4 Uhr oder was? Mensch, na, das dauert. Bis gleich. So, ich würde sagen, das funktioniert. Wir steigen alle gerade ein. Na, da steht die komplette Band versammelt. Abby ist auch schon dabei. Servus, danke, dass du gekommen bist. Es kommen alle mit, hä? Okay, Ausrüstung ist drin. Sieht aus, wie wenn alles fertig ist. Wuhuu! Los, alle in den Bus! Ja, mal gescheit einen Auftritt, das kann schon fetzen, ne? Ich werde langsam ziemlich nervös. Oh. Okay, wir sind da. Wünsch mir Glück. Na klar, los geht's, spielt! Und Abby sitzt an den Drums. War bis jetzt noch gar nicht bekannt. Ich meine, wenn man es weiß, dann, oder wenn man sie schon geheiratet hat, dann weiß man es auch, dann ist nämlich das Drumset da. Oh, servus alle, wir sind vom Pelican Town, also... Ja, stimmt, heißt ja Pelican Town, aus Stardew Valley, ja, und wir nennen uns die Pelicans, ach du Scheiße. Los geht's. Viel zu sanft, Junge. Also den Punk da lässt zum Beispiel kalt, der dann neben Emily steht. Aber das kann ich mir vorstellen. Da müsste schon mehr Feuer dahinter sein. Mann, Mann, Mann. Ach, sind auch gar nicht alle mitgekommen, sehe ich gerade. Ah, ist wohl ein Club hier, ne? Weil das sieht man hier so, die ganzen Flyer dran und so. Ah, das war's great. Ja, gut, Emily sagt es. Okay, ja, Lea sagt's auch, ist klar. Really enjoy the bass part. Ich hab keinen Bass gehört. Ah ja, okay, also ohne Honk hätten wir niemals gewusst, welche Musik wir machen. Also ich denke, es ging um Noise Rock oder sowas. Also den habe ich nicht gehört. Naja. Ja, da bist du ein Ehrenmitglied. Na klar. Ja, und hier könnte eine von unserer Demo, ja, da steht jetzt Kassette, okay, mitnehmen. Hier sind, ist bloß für 10. 10 Gold, Geld, was auch immer, ja. Wo halt mal eine bunte Auswahl drauf ist, ja. Na, mach mal. Und dann sieht man zu, dass er ein Album rausbringt. Ah, das lief ja gut. Danke, dass du mitgekommen bist. So, das war die Szene für Sam. Jetzt frage ich mich nur, warum Abby nicht funktioniert. Ganz ehrlich, weil die müsste mir eigentlich einen Brief schreiben und warum tut sie das nicht? Das finde ich ein bisschen scheiße. Ey, dich habe ich gerade noch in Susu City gesehen. Wo ist denn Abby jetzt eigentlich? Hä? Wo ist denn Abby? Bin ich jetzt blöd? Harvey, wo ist denn Abby? Ach so, wir haben es ja Sonntag. Ja, ja, alles gut. Dann rede ich wenigstens nochmal mit dir. Vielleicht bringt das ja was. Wie sieht's denn aus? Ja, du bist auf 8 Herzchen. Das gibt's doch nicht. Ah, nichts besser als eine eiskalte Joja-Cola. Na gut, dann, wenn du sagst. Also, wir lassen den Tag gut sein. War da jetzt gerade nochmal? Habe ich da gerade was übersehen? Ach so, das ist ja wieder die. Komme ich ja nicht ran. Morgen machen wir eine Tour. Oh, Alex ist auch schon auf 8 Herzchen jetzt, allein durchs Laben. Oh, das ist kein gutes Wetter für Sport. Na klar. Aber ich kann ja Gewichte heben. Na genau. Das macht man ja nicht draußen, im Allgemeinen. Na schön. Dann würde ich sagen, lass mal den Tag jetzt mal gut sein. Wie sieht's denn aus? Arbeitet jetzt jeder? Ja, sieht gut aus. Also kriege ich morgen 5 oder 6 so Dinger. Fast, Gott.
Mehr machen wir jetzt nicht. Wir haben ein bisschen was hingepflanzt. Da gehen jetzt zwei Felder kaputt, die sind verschwendet. Oder wir ballern noch was rein. Haben wir noch was, was wir reinballern können? Ja, Rhabarber, das lohnt sich jetzt nicht wirklich. Chess, nee, komm. Lass gut sein. Wir haben hinten genug angepflanzt. Ein paar Tulpen haben wir auch schon angepflanzt. Gehen wir schlafen. Ach, es gab sogar noch was. Was hell, was habe ich denn noch über das Ding verkauft? Bin ich bescheuert? Hä? Ach, ich habe zwei Cauliflower darüber verkauft. Das ist ja vielleicht hohl. Naja, egal. Den Rest habe ich ja alles direkt verkauft beim Pierre gleich. Eben, weil ich wollte ja neu kaufen. Ich denke, Rhabarber haben wir dann jetzt schon fast genug. Das ist okay. Gut, dann sage ich hier, danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. So, die Szene hatte ich auch noch nie gesehen. Jetzt wird es langsam interessant. Jetzt kommen nämlich lauter Szenen, die ich noch gar nicht kenne. Die ganzen 8- und 10-Sterne-Szenen mit den ganzen Leuten. Da kenne ich nur die von, die von Emily, die kannte ich eben schon. Und die, Maru? Nee, ich glaube Maru kenne ich gar nicht, oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall kenne ich die von Abby eigentlich. Die müsste halt mal passieren, weiß ich nicht, warum nicht. Naja. Gut, dann, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Montag, wo wir wieder Großgeschenketour starten und auch mal in die Wüste fahren. Bis dann!